Kürzlich haben wir darüber berichtet, dass theoretische Führerscheinprüfungen neuerdings am Computer durchgeführt werden. Aber nicht nur bei der theoretischen Ausbildung hat sich was getan, auch bei der praktischen Lehre gibt es Fortschritte, zum Beispiel das videobegleitete Fahren. Fahrlehrer Dietmar Glücklich aus Dillingen installiert eine Videokamera in seinem Fahrschulauto. Tobias Schwarz absolviert seine 6. Fahrstunde unter ständiger Beobachtung einer sogenannten Carbox. Die ist mit 2 Videokameras ausgestattet, die den Verkehrsraum vor dem Auto sowie Fahrschüler und Lehrer im Auto filmen. Gleichzeitig wird auch der Ton mitgeschnitten. Ein GPS-Modul speichert die Route. Alle gesammelten Daten werden auf einem Chip gespeichert. Hast du gesehen, wo drüber wir gefahren sind? Bahnübergang. Aha, da hatten wir doch bei der letzten Fahrstunde schon. Die Vorteile des videobegleiteten Fahrens liegen für den Fahrlehrer auf der Hand. Und in der Nachbearbeitung der Fahrstunde wird dadurch halt eben, dass diese beiden Bildschirme gegenübergestellt werden, genau erkannt, welche Situationen dort schiefgelaufen sind und die Reaktion des Fahrschülers. Das ist also einmal dann für die Nachbearbeitung direkt im Fahrschulauto sehr wichtig. Und der Fahrschüler hat quasi eine kostenlose Fahrstunde nach der Fahrstunde, wenn er seine SD-Karte zu Hause auf dem eigenen Rechner nochmal abspielt. Bislang gibt es diese neue Technik nur in einer saarländischen Fahrschule. Trotz hoher Investitionen müssen die Schüler nicht tiefer in die Tasche greifen. Nach jeder Fahrstunde werden die Fehler noch mal gemeinsam analysiert. Wir sind ja da in die Unterführung reingefahren. Mhm. Und da, wo in der Zeit, wo du da die ganze Zeit auf den Lichtschalter geguckt hast, na, wo wir da hingefahren sind. Wo guckst du hin? Na, auf den Lichtschalter. Jetzt guck mal, wo wir hinfahren. Das Videomaterial kann der Schüler mit nach Hause nehmen, dort nochmals die Fahrstunde durchgehen und an seinen Fehlern arbeiten. Die Fahrschüler sind von der neuen Technik begeistert. Ich kann besser beurteilen, wie ich gefahren bin. Ich sehe, was für Fehler ich gemacht habe. Und zu Hause kann ich halt auswerten am Computer, wie es gelaufen ist. Und da kann ich meine Fehler verbessern. Auch bei der Vermittlung des theoretischen Wissens gibt es mittlerweile elektronische Hilfen, die sehr gut angenommen werden. Auch nochmal hier ums Auto gucken. Es gibt in der theoretischen Vorbereitung auf die Prüfung bei uns den sogenannten Theo. Das ist ein kleiner PDA, wo die Software alle Fragen, die in der Theorieprüfung abgefragt werden, vorbereitet. Dort arbeitet der Fahrschüler damit und wenn er prüfungsreif ist, garantieren wir ihm auch dort, dass er seine Prüfung besteht. Das heißt, sollte er wider Erwarten durchfallen, kriegt er von uns eine kostenlose 2. Theorieprüfung. Die Resultate sind deutlich erkennbar. Immer mehr Fahrschüler bestehen die theoretische Prüfung mit 0 Fehlern. Fahrschüler, die das videobegleitete Fahren nutzen, brauchen eher weniger Fahrstunden.